Erst von Wise Class zu Chat One, jetzt zu Hongkong. Ich musste alles neu machen. Irgendwas copy-paste und so hat gar nicht geklappt. Also ich musste alles neu machen. Ja, du musst erstmal Among Us updaten. Ja, ja, das ist ja. Und dann Standard. Musst du ja einen neuen Ordner kopieren. Ja, aber ich muss ja das. Jetzt habe ich auch noch einen falschen Namen. Mandalu. Ja, weil ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr eingeloggt bin. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich mich einlogge. Wie ändere ich denn jetzt hier den Namen in der Mod? Ich hänge bei der Modded-Version im Login-Menü. Er loggt sich bei mir nicht ein. Selbst wenn ich das Spiel neu starte, will er sich automatisch einloggen und es geht nicht. Oh no, irgendwas klappt da nicht mit Among Us. Oh, jetzt gucken, ob es funktioniert. Habt ihr da nicht Continued as Guest? Oder loggt ihr also euch da mal ein? Also ich habe sein gedrückt, bei mir ging der Login. Bei mir nicht. Aber der kann auch schief gehen. Bei mir ist jetzt kaputt gegangen. Ja. So, ich bin jetzt der naive Hund. So, fertig aus. Juli, da musst du als Randomizer spielen, glaube ich, wie gerade gesagt. Du musst halt mit dem Rand, also du musst mit du halt einen random Namen aus, sozusagen. Doch die Leute ins VOD. In zwei Sekunden haben wir jemand drin. Oh. Komm schon, Knechti. Ich werde hier bloß auf meine Farbe reduziert. Hat noch mal jemand den Code? Ernsthaft? Wer ist jetzt? Danke, Nefi. Ey, warst du in einem anderen Kanal oder so währenddessen? Die Julie steht sogar hier drin, die hat uns verarscht. Mann. Ich habe euch verarscht. Ja, ihr habt euch verarschen lassen. Ach, das war ja auch Wise Class, nicht Julian. Nee, ich bin Five-Head. Jetzt geht's also, wieder los. Übrigens gleich. Oh, verliebt. Unglücklich verliebt mit Nefi. Und ich bin wieder. Es fängt schon wieder so an. Ich muss da wirklich hin. Meine Rolle funktioniert nicht. Ja, ja, hab's auch. Meine auch nicht. Wait. Ja, dann müssen wir. Ich bin Warlock und kann keinen stechen. Oh, ich bin Spy. Ich dachte, meine Rolle ist. So, dann wird das jetzt umständlich. Oh nein. Das ist das, was ich nie machen wollte. Wir müssen wollte. Jetzt alles Steam-Update. Oh, vielleicht heißt Julie gleich wieder Julie. Nein, nö. Glaubst du doch im Ernst nicht. Dafür muss hätte ich sie einmal am Monat vorher starten müssen, das normale, bevor sie den Ordner kopiert. Damit sie einen Namen hat. Das Nee. Ich heiße im normalen Among Us an meinem PC auch. Wise Class. Ja, ja. Ich muss das Spiel neu installieren dazu. Ich habe ein Problem. Gib mir an zur Puppe, Grüne. Ich kann nicht reinkommen, weil du irgendwie Quick Chat und anderen Chat-Modus hast. Nein, du bist nicht eingeloggt, Julie. Ja, und das, bei mir steht nur Quick Chat. Mit diesem Buch. Starte einmal Among Us über Steam. Oha. Mhm. Dann machst du es aus. Steam als Nein. Was ist das für eine Font bei dem Namen? Also, starte mal Among Us über Steam. Bist du dann eingeloggt? Ja, nee. Wenn du über Steam startest, nicht unsere Mod, das originale Mod. Moment. Bin ich Wise Class? Und da ist nur Quick Chat. Dann musst du auf Anmelden drücken. Ja, und dann muss ich ja E-Mail-Adresse rein so. Da habe ich ja, immer als Gast Fortfahren gemacht. Ja, aber du wirst doch. Hast du nie einen Among Us-Account gemacht? Nee, nie. Ja, brauchst du aber mal. Mach mal einen. Da kriegst du. Aber ich kann Wise Class mehr. Dann ich kann Quick Chat Class, nicht umstellen. Ja, weil du nicht eingeloggt bist. Muss ich auch einloggen, Quick Chat Juli. Nur, wenn du einen Account hast, umstellst. Ja, dann muss ich kurz einen machen. Ja, das dauert doch. Da gibt es doch schon über Bestätigung. Nee, gibt's auch nicht, glaube ich. Du musst einfach nur draufdrücken. Du musst nur deine Daten verkaufen, dann bist du drin. Ich muss kurz Daten verkaufen, Moment. Shut up and take my money! Aber da steht, hier ist er. Wir müssen deinen Erziehungsberechtigten um Feine die Erlaubnis ficken. Da ist er. Ja. Fisherman. Ja, Julie, du wolltest deine Eltern fragen. Das Spiel Never denkt immer noch, Dankeschön. Ich bin 12. Du musst ihre Eltern fragen? Ja. Wird mal Zeit, Julie, du bist auch erst 14. Not just a face, Mom.
2 hours later. Ja. Geil, ich habe zu Mail gekriegt. Dein Kind bittet um Erlaubnis für Among Us. Ja. Ach, weil du dann ein falsches Geburtsdatum angegeben hast. Das darfst du nicht mehr im Chat schreiben. Dein Kind bittet um Erlaubnis. Ihr Kind in Klammer 10 bittet sie. Ja, das ist Among Us, ja. Weiß einfach, wie der Sexualtrieb bei manchen Leuten ist und nummeriert die Kinder gemacht. Ihr Kind Nummer 10. Morgen kriegt sie eine E-Mail. Jetzt muss ich entscheiden, ob das Kind sich nennen darf, wie es möchte. Oder ob es einen Vorschlag kriegt. Dann kriegst du aber nicht Weißglas. Das Kind wird als Child One bezeichnet. Deswegen mussten auch die Schaltrolle rausgehen. Sie ist einfach Child. Durchnummerieren und der Hund kriegt eine Kommastelle. Ja, süß ist, wenn man Fortnite 1, 4 und 7,5. Komm mal her. Aber Julie hat den Jugendschutz durchgespielt. Oh mein Gott. So. Wo bleibt Child One jetzt? Ich werde jetzt dazu stoßen. Ist die Lobby noch? Oh, sie hat sich irgendeinen broken Namen gegeben, Wetten? Ja, Weiß Class 1. Weiß Class falsch geschrieben. Wenn er jetzt nicht Kacki wäre, sah ich komm nicht rein. Das Setting ist Quick Chat only. Was? Du musst dich noch einloggen. Was ist überhaupt Quick Chat? Das ist eine Surprise, Motherfucker. Halt ein. Sagen kannst, grün ist verdächtig. Hast du mich denn nicht umbenannt, Julie? Schnell starten. Ist halt einfach halt ein. Ja, ich bin Julies Farbe ist halt viel kleiner als meine. Ich bin digitiert. Ja, aber. Hey, Weiß Class war eigentlich Child 1. Ja, jetzt wisst ihr es. Ich mag Child 2 mehr. Okay, jetzt bin ich da, sorry. Das war lustig mit dem Kind, oder? Ich muss mich jetzt einfach Child 1 nennen. Also ich komme irgendwie nicht rein. Kann es sein, dass sie aufgrund ihrer Einstellungen, weil sie ja immer noch hier Child One ist oder so, dass sie immer noch auf ihrem Kinder-Account spielt? Ah ne, ich muss noch, meine Einstellung ist nur auf Quick Chat, da muss ich noch Free und Quick Chat. Ich will jetzt ein Optionsmenü. Hey, du musst dich erst einloggen, Julie, und dann geht das nur. Ja, dann ist es automatisch gewesen. Ja, aber auf der LAN war es so, dass du hier Kindermodus gespielt hast. Und deswegen ja nicht mitmachen konnte. Ja, wirklich. Du brauchst die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten, um auf die Vollversion des Chats zuzugreifen. Auch genau, dann ruf doch kurz mal deine Mutti an. Du spielst diesen Kindermodus. Oh. Wo stehe ich das um? Wartet, Leute. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Ich kann hier die Berechtigung machen. So, jetzt mach ich Freitext-Chat. Ja. Account-Linking. Das ist nicht. Ich gebe jetzt Berechtigung an mein Kind. So. Es freut mich, Julie. Stellen Sie sicher, dass Sie erwachsen sind. Jetzt kommt wieder My Child, oder? Stellen Sie sicher. Was? Dass Sie ich muss 50 Cent überweisen? Das ist doch Scam hier. Ich glaube, dass da ein Gag backfired. Du musst hier Playtime kaufen, Julie, für dein Kind. Kauf doch Nintendo. Kauf was am besten ist das noch. Denn? Mach den neuen Steam-Account und kauf dir Among Us nochmal. Das ist einfacher, ey. Ja. Warum hast du überhaupt einen Kinder-Account erstellt? Ich weiß, weil ich damals aus Versehen geklickt habe, mein Kind oder so. Oder, nee, stimmt. Man musste sein Alter angeben, sein Geburtsdatum, und da gebe ich gern mal was Falsches an. Du musst doch nicht überall lügen, Julie. Ja, da schon, ne? Hätte ja gereicht, wenn du 10 oder 20 Jahre jünger gemacht hättest, dann wärst du wenigstens nicht angenommen. Ja. Julie muss noch 50 Cent überweisen. Ich hab jetzt 50 Cent überwiesen. Also echt? Ja, so viel kostet das mich. Die haben dich gescammt, Alter. Ich glaube auch, so verdienen die ihr Geld. Das von dir gesuchte Spiel konnte nicht gefunden werden. Wir haben einen neuen Code. Jetzt ist er pro Join 50 Cent. Also, das war. Oh mein Gott! Hongkong! Was ist denn los? Gibt's hier einen echten Nick? Es gibt ja Leute, die nennen ihre Kinder ganz, ganz schlimm. Aber die Leute, die deinen Family-Account verwalten, Julie. Also.
Man munkelt, es wäre einfach Among Us zu spielen. Ja, es hat aber auch keiner außer dir einen Kinder-Account gemacht. Also nicht mal wir echte Kinder haben das gemacht. Julie, der einzige Kinder-Account, ah. Die ganze Plattform. Die nehmen nur Julie immer 50 Cent so, ein, wenn sie kannst du keinem erzählen. Ist neben, sind neben Hongkong auch alle anderen da. Ja. Ja. Hongkong? Mein neuer Ausweis-Chat, ich musste den ja ändern, ne? Von Child One, erst von Wise Class zu Child One, jetzt zu Hongkong. Hm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, Chat, die ganze Zeit zum Amt zu rennen. Aber so ist das, wenn man eine kreative Person ist und irgendwann seine True Form rauskommt. Ja.